Das ist ein bisschen auffällig, oder? Ich frage mich wirklich gerade, wer den Körper gefunden hat. Ach, so ein Elend aber auch. Wir haben sowieso noch nicht die große Schlüsselkarte für den Typen in der Leichenhalle, ne? Habe ich die Quest hier denn nicht überhaupt, mit, wenn hier höchster Alarmzustand ist, überhaupt so ausführen können? Und doch, anscheinend. Nils, ich brauche eine andere Pille. Der Effekt ist waning. This way, Doc. I'll show you where my stash is. Hey, I get it. You're not an errand boy. Lead the way. Es kam ein bisschen Luft, dass da unten jetzt ungefähr so 100 Leichen liegen, oder? Schreckt die Leichen ab, oder stört ihn das hier nicht weiter? Ich glaube, wir schrecken die Leichen ab, oder? Doc! Ändert das was, den Chefchirurgen zu erschießen? Ich meine... Ich begleite ihn jetzt, oder? Das ist... Das Ding ist jetzt aber halt... Will ich den Doc überhaupt vergiften? Also tödlich vergiften? Eigentlich nicht wirklich, oder? So, Judy. Ich glaube, das müssen wir nochmal laden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht, dass wir die Situation so nicht mehr gerettet kriegen, egal was wir noch machen. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt hinwollen. Will ich den Doktor vergiften? Will ich das nicht tun? Ich meine... Ich räume auf jeden Fall erstmal den anderen Zeugen da noch aus der Bahn raus. Ich weiß nicht, wie der Nahkampf gerade bemerkt wurde, aber das Problem ist, dass der Doc sich vielleicht eventuell verunsichert fühlen könnte, da ich, dass hier noch jemand rumliegt, ne? Soll auch vermeiden. Ich will eigentlich wirklich nur das Ereignis machen, weil ich gucken möchte, was denn passiert. So, wir vergiften uns irgendwo erstmal Botox aus Zeug hier. Aber weiß ja nie, ne? So. Zack. Zack, zack, zack. So. Er nervt nur. Am Ende entdeckt er mich noch. Schön sauber eigentlich, ne? Wenn wir den losgeworden sind. Der fällt so schnell auf jeden Fall nicht auf. So. Jetzt müssen wir natürlich den kompletten Dialog hier abwarten, aber das ist jetzt halt so, das sind jetzt halt 3 Minuten, die wir jetzt warten müssen. Und diesmal müsste das ja wohl alles laufen, ohne dass du merkst. Ich habe halt den Fehler gemacht, ich wollte ihn halt wieder im Nahkampf umhauen. Eine schöne Aussicht hier, ne? Wie gesagt, also die Hokkaido-Reise wäre wahrscheinlich richtig interessant. So landschaftlich. Aber das Problem an so vielen schönen landschaftlichen Orten ist ja, dass du lange, lange, lange reisen musst, um einen kurzen, schönen Ausblick zu haben. Und dann sieht man sich daran halt so nach einiger Zeit wieder satt. Und dann wartet leider ihr Wesen, oder unten das Feuerwerk. Und dann wartet leider wieder ihr Wesen, ne? Dann muss man wieder lange, lange reisen. Das macht sowas immer so ein bisschen ärgerlich, sagen wir, ne? Weiß nicht, ob Hokkaido so wirklich der tolle Ort ist. Das ist so, wenn du so die 5. Japan-Reise machst und gerade mal keinen Bock auf Städte hast. Kannst du dir Landschaft angucken. Ja. So. Diesmal machen wir es richtig. Hast du eine außerkörperliche Erfahrung? Achso, weil sich die Drogen eingeschmissen hat. Der gute Doc. Fralo runterwerfen? Geht nicht. Als R, ihn kann ich zum Beispiel nicht runterwerfen, weil ich muss mich ja noch als R verkleiden. Technisch ist leider überhaupt nicht möglich. Guck mal, hier liegt doch noch was. Noch eine Zigarettenpackung. So. Jetzt. Lautlos ausgeschaltet. Ohne, dass es irgendjemand mitbekommen hat. Kann er so jemanden da drunter werfen? Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er am Schrank, der gute Mann. Jetzt können wir da leider überhaupt nichts... Siehst du, als Pilot ist es ja sogar total zu erwarten, dass ich das Zeug bei habe, ne? Aber warum will ich denn den Helikopter den Dingen so bringen? Also, was ist mein Plan eigentlich? Ja, das Nicolas Laurent hat anscheinend häufig getroffen. Das ist halt Chefsrücken oder zitternden Händen leiden. Ja, warum will ich denn den... Also, eigentlich will ich den... Ich will ihnen kein Botox geben, oder? Weil ich meine, dann bringe ich ihn ja um, wenn ich ihnen die vergifteten Pillen gebe oder nicht. So ein kreativer Dumm.
Das Problem mit der Kreativität ist, dass auch wenn Hitman so aussieht, wo das viel Kreativität zulassen ist, bei manchen Sachen, wo man dann kreativ sein will, dann geht's wieder auch nicht. Ich sag nur, mein Versuch irgendwie in dieser Colorado-Mission die Interpol-Agentin umzubringen. Da habe ich ja alles versucht und es ging wie nichts. Erbrechen hat sich in ihren scheiß Gewächshaus, dann ist sie halt, hast du die halt nirgendwo irgendwo allein isoliert, die kriegt. Und egal, was du irgendwie gemacht hast, das hat immer irgendwie damit geendet, dass die halt total greifbar, du konntest sie halt nicht irgendwie kreativ umbringen. Also du hättest sie vielleicht irgendwie noch verunfallen lassen können mit irgendeinem Ölfass, also mit diesem Benzinfass da. Aber auch das wäre halt irgendwie nicht so richtig toll. Oder kann ich ihn ersetzen? Oh, ist das mein Plan, ihn zu ersetzen? Nein, das fällt doch auf, oder? Mein Herz hat so ein komisches, lustiges Chirurgen-Bandana da an, aber... Nurse, I need another pill. The effect is waning. This way, Doc. I'll show you where my stash is. Hey, I get it. You're not an errand boy. Lead the way. Hm. Will ich den Chef-Chirurgen ersetzen? Ich meine, den Hey, warte mal. Moment. Achso, ich hab die Todesliste ja von Yuki gerade nicht. Aber war der. Haben wir den Vater. Das war doch noch so das Killliste. War der. Der hat doch Söders umgebracht. Söders? Mhm. Here we are. Help yourself. Thanks, Nils. You're a champion. Easy does it, Doc. I'm fine. I can take it. I just need a kick in the ass. Er ist weit gekommen, ne? Das ist jetzt übrigens. This should provide you with the means to get close to Sodas. Das wäre jetzt übrigens diese. Ach, guck mal, er hat hier so eine Raute. Das wäre jetzt, glaube ich, die eine Mission gewesen, in der du tatsächlich. Und oh, hä, der würde mich erkennen? Der würde mich erkennen. Muss ich den jetzt noch ablenken hier oder was? What? Also, wenn sie mich jetzt gesehen haben, wie ich hinter den Helikopter hergerannt bin, jetzt haben sie mich gesehen, oder was? Doktor. Ja, grüß euch. So. Ach ja, guck mal, jetzt kommen wir hier rein. Okay, gut. Doctor, how are you? Surgery Control Room. Oder doch als Chirurg. Achso, die Chirurgen sind nochmal anders. Noch eine Patientenakte. Vertraulicher Patientenbericht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Der Patient Erich Sodas leidet unter Situs Inversus, eine anatomische Besonderheit, die unser Kurator Dr. Ito bei der Beschaffung eines passenden Spenderherz vor erheblichen Problemen gestellt hat. Glücklicherweise wurde mittlerweile ein geeignetes Organ im Organlager von Gamma angeliefert. Dr. Nicolas Laurent wurde eingeflogen, Kai bei der eigentlichen Transplantation des Herzens zu unterstützen. Mr. Sodas wird derzeit mittels eines revolutionären Stammzelltherapie von Dr. Laurent auf der Operation vorbereitet. Der Patient befindet sich bereits im OP und steht unter ständiger Erwachung durch Kai. Er ist auf lebenserhaltende Systeme angewiesen. Also wenn ich hier den Knopf ausdrücke, war es das also gewesen. Robot Controls? Toll. Es stehen wieder 1000 Chirurgen rum, ne? Huh. Hey. That's gonna... Shit! Tell me what happened. Hey! Das. Eins. Hä? Genau. Die rennen natürlich in den da, natürlich rennen die in diesen Raum rein, um das zu machen. Oh. Operieren als Chefchirurg? Blut entnehmen? Blut entnehmen? Ich könnte bestimmt auch andere Sachen machen, oder? Herzinjektion durchführen? Stay on your toes.
Roboterarm aktivieren? Ah ja. Hä? Hm. Das war jetzt weniger erhebend, ne? Habe ich die... Die Mission zählt aber schon als gemacht, ne? Dann können wir uns den Rest auch sparen. Weil eigentlich, das ist ja nicht so, wie ich so das umbringen möchte. Ich will ja irgendwie Kai hacken. Ich weiß ja nicht genau, wie es geht, aber das ist der Plan. Und muss ich das so noch... Oder zählt das noch nicht als erledigt? Moment, Story-Mission? Doch, das zählt das als... Das verräterische Herz... Das war noch eine extra Mission. Ich dachte, das habe ich gemacht, dass ich das Herz vorhin durch die Gegend geworfen habe. Also Nadine, stimmt, das Gift gab es ja auch noch. Also ich könnte es theoretisch schaffen, alle Story-Missionen in einen Durchlauf zu machen. Aber wie schön. Ich brauche aber immer noch diese... Ich meine, wir wollten hier sowieso nochmal einreiten, ne? Ich habe überlegen, ob ich den Typen da runterstoße oder ob ich einfach so klettern gehe. Meine haut ja irgendwann ab. Hm? Oder? Ah. Ich hätte ihn auch einfach jetzt entsorgen können. Da hinten ist ein Handyempfangsmast. Hm. Er beeilt sich aber wirklich nicht, hier lang zu kommen. Jetzt weiß ich, ob man in der Anlage hier so... Och, Junge! Er nervt. Ist er der Einzige, der hier weit und breit ist? Was soll denn das hier so dämlich rumsteht, ne? Hier hinter. Ah ja. Hoffen wir, dass hier keiner durchkommt. Ach, guck mal, eine Kringelose. Was ist das hier? Oh, schon erst, dann kommt hier jemand gucken. Das ist nicht in meinem Interesse, dass hier irgendjemand gucken kommt. Das wäre eher schlecht. Es geht wieder abwärts. Achso, nee, jetzt geht wieder abwärts. Das ist der Dings. Der Chefchirurg. Ne, ist wirklich nur die Fernbedienung, sonst ist hier nichts. Stimmungsänderung, ja, das. Hm. Wo kriegt denn so eine verdammte Schlüsselkarte her? Das ist ja schlimm hier. Ich meine, für die normalen Personal wird wahrscheinlich. Also ganz unordentlich hier, ne? Das ist. Ich habe hier Sonnenbrillen. Da ist ganz unordentlich, ist vielleicht auch ein bisschen fies, ne? Weil wenn du hier nicht so viel Platz drin hast. Oh, wo bin ich denn hier? Das ist. Der hält sich ja auch maximal fit, ne? Dann. Perfekt. Der kann das. Ach, guck mal, der hat die drei Kreise. Was ist denn drei Kreise? Das war vorhin. Vorhin brauchte man für irgendeine Tür, habe ich gesehen, braucht man drei Kreise. Ich weiß nicht für welche. Naja, wir werden es rauskriegen. Wo habe ich denn hier meine Skapelle? Handwerker sind das. Was sind die? Hiro, Matsusha, HHC Hunter, Widlo. Expertenmodus aktivieren? Onkel Nick, Traveler, Apat, Olla, Rocco. Kabelfreiling, Netzer für Tanzmat. Warum möchte ich das tun? Warum ist das mein Wille, sowas zu tun? Wer pennt mit so vielen Tüten im Bett? Naja, das ist wahrscheinlich morgens schnell. Wo nicht? Die haben wir wahrscheinlich. Weiblich Ninjas. Mit großen, dicken, roten Lippen. It's not the chef's fault. What was a kitchen apprentice thinking, cutting out a fugu fish by himself unsupervised? I mean, it takes years of practice. Didn't the kid realize how poisonous those things are? He's a kid. I mean, he probably wanted to show off. I don't know. But anyway, the hospital administration probably thought it would be better to just ban serving fugu altogether. Poor chef. That was his best party trick. Now, what do we do with the last fugu? Throw it out, I guess. It's a damn shame, too. The chef had to refuse serving Yuki Yamazaki his signature dish. I mean, despite her constant requests. She asked about it just an hour ago. It's really too bad. Well, it's not worth losing your job over, that's for sure.
Garma has banned the serving of fugu, following an incident where a guest was poisoned by a poorly carved piece of the poisonous fish. It appears, however, that Yuki Yamazaki is trying to sway the chef to slice up his final specimen and serve it to her. Who are we to deny her such pleasure? Ja, das machen wir schon. Das geht jetzt schön schnell. Das. Wir untertauchen als Mitarbeiter, also als beliebiger Mitarbeiter. Warte, Walkney oder? Wo ist denn hier die Küche? Ach hier. Ich glaube, hier kommt gelegentlich noch ein dritter Mann runter, oder? Warum läuft hier eigentlich auch dieses nervige Radio? Ist ja schlimm. Mir fällt gerade so auf, dass. Obwohl, das Blut in der Küche sollte eigentlich gar nicht so auffallen, oder? Wir sind übrigens der ganzen Geschichte mit dem Direktor immer noch keinen Millimeter näher gekommen, ne? Ich habe zwar jetzt gerade tonnenweise Leute umgebracht und finde irgendwie alle anderen Nebenquests. Aber was ich nicht finde. Ist irgendwie eine Möglichkeit, das die Quest zu machen, der Direktor zu werden. Weil der rennt halt draußen rum, wie ich weiß. Kommen wir hier noch durch? Aber ich glaube, da oben war irgendjemand, der mich erkannt hat als Koch. Genau, er würde mich erkennen, aber das ist, glaube ich, nicht weiter schlimm, weil wir können einfach durchrennen. So, ist Yuki vielleicht. Excuse me. Could I give us some fugu roll? A thousand apologies, miss, but hospital administration has put a ban on pufferfish. There was an incident only last week. A kitchen apprentice died by himself. Well, I can't even bear to say that. Well, I'm sure you can make an exception this once. The rules are the rules. I'm sure you understand. I'm a lawyer. I see them more as a set of... Pardon me? You should really try the sushi. It's to die for. Fugu? I knew you would come around eventually. Good for you. I hope you like it. My colleague is a straight arrow. Me, I say it's good to live dangerously. You took the words right out of my mouth. Yes. That's exactly right. Smooth velvet softness. Absolutely delicious. My compliments to the chef. Ich frage mich übrigens gerade, ob Fugu überhaupt so großartig lecker ist, ne? Habe ich den nicht vergiftet? Okay, ich habe ihn doch vergiftet. Der Herold? Now it's time for sodas to retire. Ist hier irgendein Kostüm, was ich noch nicht hatte? Nö. Ich habe gerade überlegt, ob ich anfange, wie ein Wahnsinniger, um mich rumzuballern, aber es gibt einfach keinen Grund. Da hinten ist ja noch ein Safe-Game von Bangkok. Ne, ist das, ich weiß gar nicht, schmeckt Fugu überhaupt? Das ist ja immer so eine Frage bei so Delikatessen, ne? Weil das kommt ja öfter mal vor, dass du sowieso Delikatessen hast, die halt irgendwie total. Beliebt sind oder beziehungsweise halt irgendwie in bestimmten Kreisen halt irgendwie gegessen werden. Aber in Wirklichkeit schmecken die gar nicht. Also sind die eher so. Schön, dass du die Treppe. Achso, hier unten ist noch die. Hier unten ist die Sauna im Kleider. Auch schön hier, ne? Also mit dem Ausblick. Da könnte man sich durchaus mal dazu hinreißen, dass sich wirklich auf diese Bank hinzusetzen und einfach nur rauszugucken, ne? What's up, Doc? Loved doing that in front of the cameras. Oh yeah, between you and me. I think she was asked to prove a point. Remember that one guy that... Aha, nett. Sollte mal, ich wollte hier noch was. Doctor, we have some security issues and I can't leave here at the moment. You have security issues? So, haben wir das auch gemacht. Wunderschön.
So, Judy. Das haben wir. Yoga-Lehrer. Was fehlt denn noch so an Story-Missionen? Also langsam sicher kommen wir der Sache echt näher, ne? wir können hier runtergehen. Ich wollte nochmal. Restaurant Kitchen. Wenn die war da in der Richtung. Genau, ich möchte runter zur. Morg, genau. Ich habe gerade das deutsche Wort für Morg. Was mir gerade so einfällt, ich bin nur eigentlich Arzt. Komme ich hier nicht einfach so rein? Warum habe ich mich hier eigentlich so kompliziert rumgeschlichen? Ich komme doch hier so. Achso, mal, guck mal, es gibt noch Super Security mit zwei Strichen. Hauptsache, der hat ein Radio unterm. Hey, das ist doch der. Das ist doch der Song von Dingsabums, den wir gespielt haben, den wir zusammen gemixt haben. Schön, wenn das immer wieder kommt. Lassen wir mal, habe ich mir das so schwer gemacht, mich da reingeschlichen? Ich hätte das doch einfacher haben können, oder? So im Großen und Ganzen. Als Arzt komme ich da easy rein. Ich war ja bloß vorhin um was anderes, oder? Stimmt, da war ich nämlich hier Chirurg. Den Typ hier. So it is true. The guys had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how does it work? Does it work? Sorry, you're just gonna have to wait for my research paper. I'm following the trial closely, and with a little luck, he'll be the basis for my doctorate. All I can say is. Sein Doktorat müsste nicht schon eins haben. So, warte mal hier. Liegt hier irgendwo hier vielleicht irgendwo so eine scheiß Zugangskarte rum? Das kann doch nicht sein. Stammzellen. Da liegt auch nochmal ein Fossil. Ich brauche diesen verdammten. Ich glaube, ich brauche den Direktor. Also irgendwo fehlt hier halt eine Zugangskarte, die sich halt irgendwie bei bestem Willen nicht auftreiben lässt, wie es aussieht, ne? Das war, hier gibt es so viele Türen, die ich nicht aufkriege, weil mir irgendwie die Zugangskarte fehlt. Exactly. Bernsteingelb? He's looking for amber eyes this time. I know, they're quite rare. But that's why she came to me. Can you provide? Augen? Delivery time and cost?